Servus, was geht ab? Ich bin Orkan, Dunder Joe. Eure Jenge sitzt hinten mit der Kleinen. Hast du gerade gewunken? Ja. Ich glaube, die sieht man. Wink mal. Ah, doch. Die sieht man. Ja, okay, das reicht. Ich schaffe meine Fingernägel zu lackieren. Jawohl, starke Leistung. Ich bin stolz auf dich. Wir fahren jetzt nach Mannheim. Einfach mal so eine kleine Spritztour. Wir sind jetzt in Mannheim angekommen. Jetzt müssen wir erstmal ihr Porsche vorbereiten. Der Baggio ist da hinten. Der kommt jetzt auch. Ja, wir haben 2 Stunden Verspätung. Das ist ja normal, wenn man ein Baby hat. Dann hat man halt Verspätung. Und die akzeptieren das. Das ist ja das Gute. Die haben gerade diskutiert. Guck mal, dieses Auto hier. SUV X5. Glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt mal eine Frage an euch. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Würdet ihr eher einen BMW kaufen, ein Audi kaufen? Entweder BMW oder Audi. Welches von den beiden würdet ihr holen? Aber schreibt nicht runter, keins von beiden Mercedes. Weil ich bin auch Mercedes-Fan, aber die Frage ist BMW oder Audi. Was sagst du, Baggio? BMW. Ich sag Audi. Ich sag auch Audi. Audi! Kia, du bist arbeiten? Kia, du bist arbeit? Ja, ich arbeite. Ich arbeite hier. So. Ja? Seid froh, dass ich joggen soll. Lüge, die Kleine ist wach. Wir wollten jetzt eigentlich nur zum Bäcker, aber ich liebe Düfte. Das heißt, ich kann es nicht aussprechen, deshalb lacht mich bitte nicht aus. Rituals. Habe ich richtig gesagt? Oh yeah. Bruder, du bist krank. Ich höre, du bist krank einfach. Ich habe so kleine Visitenkarten, habe so ein bisschen gefilmt. Beziehungsweise er hat gesagt, ja, der filmt ein bisschen für YouTube und so. Hat sie gemeint gehabt, ah, drehst du einen Vlog? Ich so, ja. Und dann meint er, ja, ich als dein Manager holte einfach meine Karte raus, meine Visitenkarte. Ich denke mir so, oh shit, geil. Ich gebe dir aber noch ein paar, Bruder. Ja, natürlich. Aber jetzt machen wir das, was wir die ganze Zeit machen wollten und gehen zum Bäcker. Ey Leute, gibt's in Mannheim ein Sephora? Ja, sag gibt's. Mal unten in die Kommentare, wo ist hier ein Sephora in Mannheim? Gibt's, glaube ich, oder? Mein Handy hat keine Bank. Spaß! Ich guck gleich selber, es ist nur kalt. Ich muss so aufnehmen. Sind wir jetzt wieder im Laden? Wir frühstücken jetzt. Geil, oder? Beste Leben. Geil. Oha. Voll erwischt. Oha. Atsch, atsch, atsch. Einmal und zweimal, oder was? Das für dich. Echt? Oh. Geschieht dir recht. Butter mache ich mir Honig. Schatz, ich möchte dir was sagen. Hallo, hör mal zu. Hör mal zu. Hallo ich Leute, hier gibt es ganz viel Weihnachtsdeko sogar für Hunde. Darf ich dir mal ganz kurz jetzt was sagen? Sag. Du bist mein Hershey. Danke. Alter, du Arsch. Du hast mir voll diesen Korb gegeben gerade. Guck mal, Hundespielzeug. Oh. Willst du es für mich kaufen oder was? Wir haben keinen Hund. Für Tiny. Warum rennst du weg eigentlich von mir? Nicht weg. Von dir weg, sondern ich renne von den Menschen weg, weil alle einfach wie so Behinderte vor dir stehen. So. Warum bist du so aggressiv? Guck mal. Was ist das jetzt? Das ist für ihr Maxi-Koli. Ich spiel doch gar nicht damit. Schatz, die kann doch dann damit spielen. Das ist nicht süß. Doch, ist sehr süß. Also unser Leben besteht nur aus DM, Pampers holen, dann immer so Kleinigkeiten halt. Also meins sieht schön aus. Meins auch gleich, irgendwann. Ja, perfekt. Die brauchen eine Stunde. Unnötig. Einfach unnötig. Ich dürfte dreimal raten, wo wir hingekommen sind. Oh, das riecht schon mal gut, oder? Sollen wir da rein? Oder sollen wir lieber zu Cinemut? Was willst du? Ein Pickel. Ohne, ja? Ja, und welche? Ich will so eine Gurke. Du bist doch die größte Gurke. Hanoi. Ja, Hanoi gibt's in Vietnam. Hot and spicy flavor, das klingt doch mal gut. 4 Euro Eigurke. Super. Ja, das nehmen wir direkt mit, würde ich mal sagen. Weil ihr wisst ganz genau, wie ich bin. Ich muss jemanden verarschen damit. Aber wisst ihr, was ich auch voll feier? Das hier. Das sind geil. Next Stop, Cinemut. Da gönnen wir uns auf jeden Fall auch was. Also geil tut's schon mal riechen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier schmeckt. Ah ja, direkt Pistazie. Ich sag dir jetzt, was du für einen Geschmack nehmen wirst. Und wenn ich richtig errate, was krieg ich? Nix. Warum nix? Sag jetzt. Sag doch, was krieg ich? Dann darfst du was aussuchen. Ich sag, du nimmst den Oreo-Roll. Nein. Sorry. Lügen der Schatz. Guck mal, da gibt's Apfelrolle, da gibt's Bueno-Rolle, da gibt's Oreo-Rolle, warte, Haselnussrolle. Nehmen wir 4 oder 6. So viel du willst. Hauptsache, du bist glücklich. Ich such 2 aus, du suchst 2 aus, okay? Ja, okay. Ey, dann habe ich ja verloren eigentlich. Ja, du hast verloren. Ich glaube, das war's jetzt mit dem ganzen Essen. Nee.
Wir gehen doch noch zum Mantel. Ja, okay, gut. Also war es doch nicht das Ende. Und wir gehen dann später noch Mantel essen. Alter, es ist arschkalt, Leute. Ja, Mann, es ist brutal kalt. Winter ist gekommen. Ich muss so Handygedöns kaufen für den Wagen. Oh ja. Mein Kind wacht auf. Ich muss schnell nach Hause. Jetzt mal ohne Witz. So ist es aber meistens bei uns der Fall. Ihr seht, alles ist verschlossen. Ich habe keine Aldi-Gurke da drin. Vakuumiert. Riecht wie ein Pickel. Riecht halt nach Tusche. Ist halt ein Riesentusche. Ja, ein Riesentusche, oder? Ja. Hallo. Oh, look, das ist scharf. Ja, steht doch da. Hot. Spicy. Aber warte, lecker. Ich hol meine. Ja, Mensch, ich schmeiß rein. Hi. Danke. Bitteschön. Schönen Tag noch. Ich finde das voll geil. Ich hab's probiert. Ich glaube, ich stehe gleich in Tool noch mal rein. Das in dem anderen Dinger geholt. Hab ich schon. Hey, Leute, Berliner Wurst, Anna! Nee. Wo hast du denn das? Komm, mein Auge. Das hat so einen verschimmelten Nachgeschmack. Ja. Oh. Also, ich sag's euch ehrlich: wer wirklich Gurken mag, der wird sowas auch feiern. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Also, schmeckt. Mir schmeckt's. Schmeckt! Und was sagst du, schmeckt's dir? Super. Cheers. Sehr gute Leistung. Abschick. Der Pickel schmeckt nicht wirklich sehr gut. Also es war ein Versuch wert, ja, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Wisst ihr was? Probiert einfach selber und gebt selber eure Meinung. Pizza Flavor. Der schmeckt wie, da gab es noch diese Pringles Emmentaler. So schmecken die mit einem Tick Tomatensauce. Und Pfeffer schmeckt man raus. Was machst du eigentlich? Ja, kann man essen auf jeden Fall. Schmeckt auch gut. Ja. Kann man nehmen. Also ich muss sagen, das hat schon diese gefährliche Art, dass wenn du einmal anfängst, dass du nicht mehr aufhören kannst. Mach zu. Und das Problem ist, wir haben Hunger. Ja. Schmeckt. Leute, wir wollten eigentlich Mante essen, aber der hat zu. Und deshalb sind wir zu einem Burgerladen gekommen. Und ich hoffe, der wird schmecken. Ah, zu Hause angekommen. Das Beste überhaupt ist, wenn man nach Hause kommt, Pyjama. Habt ihr auch ein Pyjama? Dann seid ihr die Kings. Ich wollte unseren Primark-Call zeigen. Was wir alles eingekauft haben? Ja. Dann fangen wir mal an. Also, Geschenkepapier. Ich glaube, ich werde von meiner Frau beschenkt. Heißt es Geschenkpapier oder Geschenkepapier? Geschenkepapier? Geschenkpapier, oder? Hallo. Sorry. Sorry, Mama. Noch mehr Geschenkepapier. Geschenkpapier. Sie sich noch Socken gekauft. Keine Ahnung, warum solche Socken, aber okay. Damit ich lange Socken habe, weil ich nur kurze habe. Aber was sind das für Farben? Ja, welche hätte ich denn holen sollen? Weiß und schwarz oder wie? Wir haben immer nur weiß und ja, schwarz. Ja, aber wenn man meine Socken sieht, dann kann man die ruhig ein bisschen farbiger kaufen. Wo sieht man deine Socken? Wenn ich eine Hose anhab und Sneakers anhab, dann sieht man die Socken. Willst du so richtig Style Milo Princess? Style Milo nichts zu tun. Die war, glaube ich, damals früher bei Netlock unterwegs. Kennst ihr die? Style Milo Princess. Ich war ein kleines Baby, als Netlock rausgekommen ist. Egal. Ein Pullover. Und den gleichen Pullover nochmal. Für die Kleine. Leute, ist es nicht goldig? Jetzt mal ehrlich. Öpschick. Dann hat sie noch was. Aber das ist vom H&M. Ein Zweiteiler. So. Und so. Guck mal, wie süß. Das war's mit unserem Einkauf. Taste-Test Nummer 1. Kinder Bueno. Das ist nicht so mein Fall. Es haben sich teilweise schon richtige Gefolgschaften aufgebaut. Das ist ja nur von oben, Bueno. In der Mitte ist nur Zimt und Zucker. Schmeckt? Mhm. Das ist nicht so wow. So, dann probieren wir mal Pistazie. Habe ich ausgesucht übrigens? Ich glaube, wo nicht in der Pistazie war. Ich glaube, so bei aus. Kinder Bueno war auch drin. Da war es aber wenig. Geil. Geil. Ich finde sogar Pistazie ist besser als Bueno.
Mhm, finde ich auch. Obwohl Bueno liebe ich. Aber Pistazie schmeckt echt geil. Und das war's. Gute Nacht. Schlaft gut. Ich habe zu viel gegessen. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren, subtrahieren, meditieren, fokussieren. Und öpschick. Wir sehen uns.